Auf dem Flügel kann ich am klarsten die Emotionen und die Gefühle, die ich empfinde, ausdrücken. Da kann man wirklich die kleinsten Bewegungen oder Empfindungen in der Seele, kann man die viel genauer als mit Worten, finde ich, ausdrücken. Ich hätte gesagt, das ist so eine natürliche Ergänzung von mir. Jeder Instrument hat eigenen Charakter, hat eigene Seele, finde ich auch. Und mit manchen finde ich sofort irgendwie zurecht. Also ich weiß, dass ich mit dem sofort gut befreundet sein kann. Mit anderen dauert es ein bisschen länger. Es ist nicht gut, einen Flügel nicht zum Freund zu haben, weil der wird immer gewinnen. Ich finde, mit den Flügeln darf man nicht kämpfen. Die muss man schon irgendwie dann überzeugen, irgendwie mitzumachen. Weil es ist so ist es wie Stimme, ja. Also das ist das, womit ich die Musik erzähle. Ich war 5 Jahre alt, als meine Eltern, die ein Klavier zu Hause hatten, gemerkt haben, dass ich immer wieder irgendwas versuche nachzuspielen auf dem Klavier. Und dann, da hatte ich mein großes Glück, meine Lehrerin getroffen, bei der ich dann 13 Jahre lang auch studiert habe in der Schule. Und ich glaube, das war wirklich auch ein Glücksfall, genau auch mit ihr, weil sie so eine Mischung hatte aus Strenge, aber auch sie war auch ein sehr neugieriger Mensch. Und sie hat diese Musikwelt so klar und so schön vermittelt irgendwie. Das war so eine magische, irgendwie ein anderes Planet und so, was irgendwie so interessant war, so spannend. Irgendwie habe ich mich nie wirklich, also ernsthaft tatsächlich, habe ich mich nie mit dem Gedanken anderer Beruf oder anderes Instrumenten. Ich habe diesen innere Neugierde. Ich will immer irgendwas Neues weiterhin finden, auch in den Stücken oder in den Werken, die ich oft gespielt habe, geschweige von. Deswegen will ich auch noch wahnsinnig viel Neues lernen, weil es gibt so viele tolle Werke. Also gerade als Pianist kann man sich nicht beklagen, dass man zu wenig Stücke zu spielen hat. Und da ist eher das Problem ein anderes, man muss sich entscheiden, weil alles werde ich wahrscheinlich doch nicht schaffen. Wenn man mit Orchester spielt, heißt das, wir eine Unity, also eine Gemeinschaft bilden, wo wir spontan auch im Konzert manchmal ganz andere Dinge machen, wie in der Probe oder so, oder je nachdem, wo diese Spontanität, dieser Austausch stattfindet, auch oft einfach nonverbal, ja, einfach, dass man sich zuhört und reagiert oder man gibt einen Impuls heraus und der wird sofort aufgenommen. Und das ist natürlich auch was unglaublich Faszinierendes und das, was auch sehr, sehr viel Spaß und Freude macht, ja, sowas. Natürlich, irgendwas geht immer. Kann immer schief gehen. Ja. Also zum Beispiel wie im Finale vom Chopin-Wettbewerb, das Licht auf der Bühne aus war, das war schon ein spannender Moment, sagen wir, ein unvergesslicher Moment. Es gibt so schon so einige, wo die Noten rumfliegen oder ja. Dafür ist die Bühne natürlich immer so ein, wie soll ich sagen, so ein Space, wo man mit allem rechnen
kann. Und das macht das auch so schön. Unberechenbar.